Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf dem Community-Server zusammen mit Marco, dem Musikbot, Nico, Marie, Marius, Mike und Bianca und Defcol. Der Musikbot. Dieser Name, den Hallo. Ich die letzten zwei oder drei Folgen schon immer falsch ausgesprochen habe. Moin! Das ist erkennungswert. So, da jetzt natürlich recht. Fahren wir aber Hanf ab, und zwar über eine Melone. Ihr habt's heute echt. Ja, einer muss halt für die guten Sprüche sorgen, und das ist halt Alex. Bei uns. Ja, ist eben so. Oder eben der Chef, ne? Ja, der Chef höchstpersönlich. Nee, ich meine ja eigentlich dich. Hallo. Hallo. Boah, ist das geil. Erstmal schön Konvoi. Achso, wir müssen auf die anderen warten, ne? Ja, wäre nett. Marie hinter. Alle da? Nee, noch nicht. Ich bin noch nicht. Hauptsache Marie voll. Mit den Einachs. Mit dem kleinsten. Haben wir nicht noch jetzt noch einen zweiten LKW? Noch zwei. Jo, yes. Hammer. Kommt gleich. Warte, ich stell mich so hier. Oder wir stellen uns so halb in die Kurve. Wohin willst, Marie? Hinter Guten oder was? Ich weiß es nicht. Nee, lass mal. Mache ich kurz meinen Anhänger auf und dann gibt eine Dusche. Ich stelle mir eine. So, jetzt müsste es eigentlich passen, dass sich alle halbwegs hinstellen können. Da hinten kommt schon wieder ein LKW angefahren. Das sieht doch gut aus. Alter, ach, wir haben zwei? Ja, wir haben zwei. Wir haben ja auch Geld. Guten, mal eine Frage. Wie würde dir das gefallen, wenn der Unimog, der kleine, in gelb, in einer gelben Textur wäre? Hör mal los. Warte mal, dafür brauche ich jetzt einen Screenshot. Einmal kurz Konsole öffnen. Ein Trecker kommt noch. Ich habe auch einen Screenshot gemacht. Ich gehe kurz in den Fliegemodus. Ich glaube, da kriege ich den schönsten Screenshot. Mache ich auch. Wer hat den schönsten Screenshot? Gut. So, einer fehlt noch. Alter, ist das geil. Ist das geil. Guten Schickst du mir gleich den Screenshot? Den Screenshot? Ja? Warte, ich mach das jetzt mal ganz live in der Aufnahme. Okay. Ja, mach euch. So. Boah, da habe ich auch noch nicht gemacht. Ein Bild während einer Aufnahme in WhatsApp verschickt. Ach so, ja, dann. Und das auch noch einer Mädchen. Ja. Und boah, dann auch noch dem ersten Mädchen auf dem Community-Server. Ja. Ja, ist was auch wirklich was dabei ist. So, wer kommt denn jetzt noch? Auf wen warten wir gerade? Jetzt sind wir alle da. Auf keinen mehr, sind eigentlich alle da. Alle da? Ja. Ja, okay, mal los. Ja. Warte, ich muss eben vom Himmel fallen. So. Ich bin ja vollkommen abgehoben neuerdings. So, dann wollen wir mal. Auf Wolke 7. Ja. Und du hast irgendwo die Sterne geholt. Was geholt? Die Sterne. Ja, die Sterne sowieso. Weiß einer schon, zu welchem Trigger wir fahren müssen mit dem Hanf? Yep. Ja. Alles klar. Nap. Zum dritten, ersten. Also in der dritten Reihe den ersten. Jo. Genau. Okay. Boah. Boah. Wow. Ich guck die ganze Zeit nach hinten und deshalb fahre ich Schlangenlinie. Sehr. 936er fahren ist cool. Ja. Es würde mir viel mehr Spaß machen, wenn es nicht die ganze Zeit so ruckelt würde. Ich glaube, es liegt nicht an der Performance. Ich habe einen 30er Ping. Ich habe einen 20er Ping. Aber ja, manchmal ist das einfach ein bisschen blöd im Multiplayer. Kann man manchmal auch nichts machen. Man muss auf die Außen. Dann müsste man den Server wieder neu starten. Ja. Ja, oder du gehst in die Außenperspektive und guckst etwas von oben. Ach, dann geht's? Dann müsste es eigentlich relativ weg sein. Ja. Ja, das ist aber nur ein Trick, wenn das auf deinem PC laggt, eigentlich. Wenn der PC nicht zu viel verarbeiten kann. Ja, wenn du halt die Gebäude nach Möglichkeit nicht siehst, damit die nicht berechnet werden müssen. Richtig. Ja,
aber es ist das ist typische, du fährst einen Meter und dann wackelt der nach vorne und zurück. Ja, das ist das liegt schon am Multiplayer halt. Und das Marius, du hast deinen Anhänger vergessen. Oh, nicht ehrlich, oder? Ja. Marius, peinlich. Mit peinlich. Mitten in der Aufnahme. Oh, oh, oh. Also schlimmer geht's ja eigentlich gar nicht. Oh, ah, doch. Nee. Das habe ich mal zwischen der Aufnahme gebracht, mit dem komplett auf Leitplanke setzen. Ach ja, stimmt. Du hast mir, wen hast du mir nochmal auf Leitplanke gepackt? Den Case mit Schneidwerkswagen. Ach ja, alles genau, den 13,7 Meter Case, den hast du mir ja mal eben auf der Leitplanke geparkt. Aber komplett, also ihr müsst wissen, wirklich das komplette Schneidwerk und der Drescher waren komplett auf der Leitplanke. Wie schafft man sowas? In der Kurve durch einen Leck, einfach durch einen Ruckler. Aber Scheiße. Cool war auch, du standest auf dem Silo, hier der Bug, man kann die Dinger so schön im Kreis fahren lassen. Wieso hast du die Silos zugedeckt? Dann war ich nicht. Und dann erstmal die ganzen Werte raussuchen, um die wieder aufzudecken. Ja, richtig ätzend. Richtig blöd. Aber du, ehrlich gesagt, das war wirklich nicht meine Schuld, hast ja gemerkt. Ja. Das sagen sie alle. Ja. Und danach sind sie schwanger. Mami, ich muss was gestehen, ich bin schwanger. Ich glaube, deine Mama hat Angst vor mir. Vorne ist einer zu. Ja, ich habe auch Angst vor mir. Oh. Malheur. Alles gut, viel Spaß. Schöne Wendung machen. Die Wende war schon, also. Ja, ich denke mir gerade so, hier war doch sonst nie so viel Wald, oder? Diese Aufnahme ist etwas peinlich, oder? Ja, für einige. Mal gucken, wer sich sonst noch so ins... Wer sonst noch so ins festen Fettnäpfchen tritt. Hab ich schon. Ja, schön. Ja, ohne Anhänger losfahren ist noch fast besser, als sich zu verfahren. Wie ja einfach alle an den Silo stehen und warten. Ja, die wollten unbedingt Hanf, also kriegen sie Hanf. Ja, die wollen Hanf. Mal ordentlich kiffen, dann kriegen sie auch mal kiffen. Junge, wenn du den Scheiß durch hast, dann bist du mit dem Leben fertig. Dann hat sich das. Obwohl an der Überdosis Gras sterben ja falsch wenige. Taste. Meistens mehr so die chemischen Sachen, soweit ich weiß. Ja, es ist ja auch klar. Ich meine, das THC ist auch nicht das extrem Schädliche. Ne? Das ist ja meistens das Kohlenmonoxid, was du mit einatmest, wenn du es rauchst. Ja. Das THC an sich ist ja so gesehen auch fast ein Heilmittel. Ja, teilweise, wenn du solche Krankheiten hast. Ich glaube, wenn du Probleme mit Druckausgleich hast, kannst du ja auch mal dir so einen Joint gönnen. Bei Griff, wenn die stärksten Schmerzmittel nicht mehr helfen, wird Marihuana verabreicht. Wie gesagt, also ich bin jetzt kein Befürworter für Drogen oder so, aber ich kann es auch nicht verstehen, warum es in Deutschland nicht legalisiert wird. Also an sich die Auswirkungen, wenn das komplett rein ist, so wie es in Holland ist, ich kenne ja ein paar Holländer, und wenn das da komplett rein ist und nichts untergemischt und so, dann hat das keine extremen Nebenwirkungen. Außer gut, es macht zwar süchtig, aber auch nicht so süchtig wie Alkohol. Weil der Witz ist bei der ganzen Geschichte, Alkohol ist um einen viel höheren Faktor schädlicher als ja klar. Ja. Das genau. Ist ja, das meine ich ja das. An Gras generell, so wenn man das auch mit Alkohol und wahrscheinlich auch mit normalen Rauchen vergleicht, sterben an Gras wahrscheinlich die allerwenigsten. Natürlich. Und das Problem ist ja... Weil Rauchen macht die Lunge kaputt und so weiter und Alkohol gut, halt... Das ist ja das ist ja der Teer, beziehungsweise das ganze Scheiß in den Zigaretten. Wenn du nur den puren Tabak, das haben sie irgendwie, aber auch eine Studie, wenn du nur den puren Tabak kauen würdest, beziehungsweise nicht kauen, sondern irgendwas anderes. Auf jeden Fall kann Tabak helfen, Krebszellen zu töten. Das stand... wo stand das? Ich glaube, auf Yahoo stand das mal. Es ist eben nur das Problem mit dem Rauchen, was da alles noch mit drin ist, ne? Die ganzen Stoffe, die unerwünscht sind. Was genau das gleiche wie jetzt irgendwo, wenn du irgendwo Drogen hernimmst, da ist ja klar, dass da irgendwas mit reingemischt wird. Geld wollen sie ja alle. Ja. Also das heißt, dann ist da so Schnupftabak überhaupt nicht schädlich, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht gut wie ein Nasenschleim heute, oder? Ja, aber irgendwie hatten sie da was, da stand da, dass Tabak an sich, nur diese Stoffe im Tabak, dass die wirklich Krebszellen töten können, weil die irgendwie Enzyme oder so, keine Ahnung, irgendwas haben, dass der Krebs dadurch irgendwie ein bisschen kaputt geht oder so. Irgendwie, was war das? Angekommen. Ja, und gefällt dir? Ja, 100.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Vater Staat nicht, dass er immer uns ausreden will, also ich bin ja selber Raucher, uns ausreden will, ja, wir sollen aufhören zu rauchen, und insgeheim schiebt er sich jedes Jahr mehrere Milliarden Euro Steuern in die Tasche. Und natürlich. Uns Rauchern jede Menge. Du, jetzt ganz ehrlich, das ist alles nur wegen Geld. Ja, aber wenn die jetzt aufhören damit, den Tabak überhaupt zu verkaufen, ja, dann wird das dort auch kein Geld mehr machen. Ja, richtig. Das ist auch oder der das Hauptgrund, ist ja, das denke ist ja das ich, warum mit dem Rauchen eigentlich ja legal ist und so weiter. Und auch so Massen. Ja, ja. Werden dadurch noch mehr Schulden machen. Das ist ja Geld davon der Meiner kriegen. Das Problem ist ja auch, es gab mal... Wenn ich mir überlege, wie viele Leute bei mir jetzt in der 11. Klasse rauchen, das ist schon... Ja, bei sind mir schon auch einige Konsumenten. Aber es gab ja noch eine Geschichte in den USA, gab es ein Heilmittel gegen ein Therapiemittel gegen irgendeine Krankheit, die ganz schnell bei kleinen Kindern trifft. Das ist irgendwas, war das. Genau. Und dann hat einfach mal... Wie genau erzählt. Okay. Also gab es ein Heilmittel gegen MS, das hat, glaube ich, eine Dosis aufs ganze Jahr um die 20 Euro umgerechnet. Genau. Und die Pharmaindustrie hat es aufgekauft und hat es angeblich verbessert, und jetzt kostet eine Dosis pro Monat kostet um die 20.000 Dollar. Das muss man sich immer reinziehen. Ja. Da sterben unnötig Kinder, beziehungsweise auch Erwachsene, nur weil irgendwelche Arschlöcher, also ich wollte gerade noch, einfach mal nur Geld wollen. Das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, Kopf ab. Wie gesagt. Solche Leute gehören hingerichtet. Ich auch, ja. Aber schon mittlerweile ganz ist klar, so, dass die Medizin, wenn die Medizin, wie wir locker schon auf dem Stand, dass keine Krankheit mehr auf dem Ding ist, aber... Das Geld. Blöd, die Nö. Ups. Gut, macht's immer wieder. Das Coolste ist auch, früher war Marco wenn sowas passiert ist, so, passt auf. Und jetzt fängt er auch an zu lachen. Wir haben ja schon ein bisschen weich gekriegt. Einfach, mit euch ist es einfach super zu zocken. Einfach eine lustige Runde. Und heute hast du mal wieder ernsthaftes Thema in deiner Folge. Ja. Ja. Was wirklich echt mal irgendwo angesprochen wird. Wie ist das eigentlich? Kommt jetzt demnächst, ich glaube, das ist doch fest jetzt, oder? Dass diese Bilder auf den Zigaretten kommen. Ja, das wurde veranlasst. Ja, sollen sie machen. Jeder Raucher, der raucht, ist sich die Gefahren im Klaren. Ja, aber den interessiert es ja auch. Also, ja, nicht interessieren, aber es ist einfach so. Halt auf morgen kannst du das so nicht aufhören. Ja. Ich glaube, die meisten Raucher schreckt das nicht ab. Ich kann mir nur vorstellen, dass das teilweise Einsteiger abschreckt dann. Ja, vielleicht, aber wer da wirklich, keine Ahnung, auf einer Party, man kennt es ja, in Kontakt mitkommt und da so extrem abhängig von wird, das bringt alles nichts. Die schreckt es auch nicht ab. Dann ist ja das Bild von einer halb verteerten Lunge auch egal. Richtig. Naja. Die sollten da wirklich mal was Vernünftiges gegen machen und nicht so eine Scheiße. Ja, was Geld mit Menschen macht, kennt man ja, sieht man ja, hört man ja. Ja. Da hatten wir im Religionsunterricht letztens, ich weiß, ich bin jetzt auch nicht gerade der super Christ und sonstiges, aber da kam irgendwas von wegen, der Mensch wurde angeblich dafür geschaffen, auf die Welt aufzupassen, dass er nicht schief geht. Und wenn man sich jetzt so anguckt, was der Mensch mit der Welt macht, ne, da würde ich mal sagen, Aufgabe, Hill, Mission failed. Fehlgeschlagen. Ja, stimmt. Aktuelles Thema würde ich jetzt noch gerne anschneiden. Ja, hau raus. Das Ding, es geht um die Krim-Krise mit Russland und Amerika. Habt ihr gewusst, dass die Krim-Krise, also meine Meinung ist, dass sie zu 80% von den Amerikanern ausgeht? Es gibt ja einige dubiose Attentate auf irgendwelche ukrainische Politiker, die nicht aufgeklärt wurden und nur als Grund, meiner Meinung nach, also ich vertrete jetzt keine Fakten, also ist alles meine Meinung, dass die Amerikaner einen Grund haben, dass sie sich da in der Nähe einsiedeln können, um halt Russland unten zu halten. Wenn man sich mal eine Karte anschaut von den NATO-Basen rund um Russland, dann sieht man, dass die Russland sozusagen eingesperrt ist. Wenn ihr euch mal da ein paar Bilder anschaut, da gibt es ziemlich viele davon. Und die
Naja, ich habe letztens mal, ihr kennt ja alle die Facebook-Seite von Anonymous, hoffe ich mal. Ja. Und vielleicht hat jemand gesehen mit dem ZDF-Video mit der Lisas Welt. Hat vielleicht zufällig jemand gesehen auf Facebook. Und das habe ich mir angeschaut und mir ist gerade das Kiefer auf den Bogen gefallen. So Sprüche wie zum Beispiel, das ist Wladimir. Keiner mag ihn, er ist einfach nur nervig. Wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, ja, wir sind wieder mal ein bisschen in der Zeit zurückgereist. Weil ja. Das erinnert ziemlich stark an Nazi-Propaganda. Das Feindbild wieder aufschmieden, also wieder schmieden. Auf jeden Fall. Der Russe ist böse und alles. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die Amerikaner einen Krieg wollen. Ja, ich glaube, das Problem beim Krieg ist, keiner kann sich einen Krieg leisten. Richtig. Beziehungsweise eigentlich will keiner den Krieg. Ja, so gesehen. Das Volk will keinen Krieg. Richtig. Die Regierung vielleicht. Aber einen Krieg zu bezahlen, und was ist ja auch eigentlich schon ein Problem bei den letzten Kriegen gewesen, wenn der Verlierer am Ende alles bezahlt, das ist teuer. Ist nicht mal richtig. So eben Eis essen. Stimmt. Ich sage immer noch so. Ja. Auf allen möglichen Dingen dürfen dürfen amerikanische Flaggen, dürfen, auch wenn das die schlimmsten Diktaturen dürfen, die verherrlicht werden, aber wenn man irgendwo, egal wo man ist, im Ausland sagt, ja, man ist Deutscher und man steht dazu, dass man Deutscher ist, dann kriegst du natürlich immer gleich den Nazi-Stempel raufgedrückt. Ja, da hast du schon recht. Und das sieht man auch wieder, ja, ich weiß, dass das Symbol eigentlich schon tabu ist, aber das sieht man auch wieder in so historischen Spielen, jetzt angenommen wie War Thunder, also wo wirklich um das Thema geht. Die Amis haben ihre Flagge drauf, die Russen haben ihre und die Deutschen haben irgendein Kreuz drauf, aber kein Hakenkreuz. Ja, alleine schon von wegen. Wobei das Zeichen ist ja wirklich dann auch, also du darfst ja zum Beispiel auch nirgendwo irgendwie ein Hakenkreuz hinmalen und so weiter, das wird ja dann auch rechtlich verfolgt. Deshalb denke ich, sind den Spieleentwicklern da auch einfach die Hände gebunden. Ja, aber ich meine mal, was von wegen. Entwickler her selber, sondern von der Politik. Er ist aber auch ein bisschen bescheuert, weil da müssen sie ja rein theoretisch den ganzen Schulunterricht, alles, wo so ein Kreuz ist, schmerzen. Ja. Wird aber auch nicht gemacht. Irgendwo ist es dann vielleicht auch so ein bisschen so ein Verstecken. Du darfst eine Waffe mit einem Hakenkreuz besitzen, denn diese im Zweiten Weltkrieg hergestellt wurde. Dann darf die Waffe ein Hakenkreuz besitzen, da ist es dann wieder erlaubt. Ja. Aha. Aber wir sind auch am Partende. Und vielleicht, ich glaube, wir nehmen jetzt noch ein Part auf. Aber auf jeden Fall war es das für diesen. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.